In diesem Video möchte ich die GT76C GBL Lautsprecher vorstellen. Das sind Lautsprecher für den Frontbereich eures Fahrzeugs. Haben Durchmesser von 6,5 Zoll, das sind ca. 160 mm. Eine Frequenzweiche haben sie und Hochtöner. Wir schauen uns das Ganze mal an. Kostenpunkt ist ja zwischen um die 80 Euro. Als erstes, was hier dabei ist, ist so eine Einbauanleitung, wo man nochmal schnell mitbekommt, wie man das Ganze festschraubt und befestigt mit den Schrauben und alles, ist eigentlich mehr optisch erklärt, weniger mit Schrift, dass es international funktioniert. Des Weiteren habt ihr hier erstmal eine Verpackung, ein Lautsprechergitter, das kommt davor geschraubt ans euer Fahrzeug, kleiner GBL-Schriftzug, wie man hier sehen kann, und ansonsten gibt es so eine leichte Prägung in diesen Gitter, dass es ein bisschen futuristisch aussieht, so kann man das sagen, ansonsten nichts Besonderes. Wir gehen da weiter, das gibt es natürlich immer für rechts und links, ist ja immer ein Paar. Und jetzt haben wir hier die Lautsprecher an und für sich. Die sehen wir hier, die Membran, das ist ein Kunststoff und das ist abgefedert. Von der Rückseite ist es so, sehen die guten so aus, und von den Anschlüssen hat man hier ein zwei für solche Steckverbinder, ein breiten und ein dünner, damit Plus und Minus nicht verwechselt wird. Ansonsten gibt es hier an den Rand eine Vielzahl von Löchern zur Befestigung. Da solltet ihr auf alle Fälle was Passendes finden. Des Weiteren gibt es hier die kleinen Hochtöner mit drin liegend. Das ist jetzt wirklich gar nichts Besonderes. Da ebenfalls wieder Plus- und Minuspole. Und das war's. Und dann haben wir hier, das ist was Besonderes, wir haben noch zwei Halterungen dabei für die Hochtöner, nämlich somit könnt ihr mit diesen Halterungen diese Hochtöner auch auf euer Armaturenbrett befestigen und somit dann noch besseren Sound erreichen, indem ihr das direkt auf euren Kopf oder die Gesichter eben der Fahrer bzw. Beifahrer ausrichtet. Das ist auch interessant. Und dann noch gibt es die Frequenzweiche, und die ist ein bisschen größer, also die ist fast, wenn man das hier sieht, na, die ist schon etwas größer. So sieht das gute Stück aus. Hier gleich vorgesehen, dass man es mit Kabelbinder festmachen kann. Finde ich ganz schön in der Mitte. Es gibt noch hier einen Boost von 2 Dezibel. Das ist der Eingang vom Radio. Und hier ist dann der Ausgang für den Hoch- und Tieftöner. Und das soll es gewesen sein. Das ist eigentlich alles, was hier dabei ist. Alles in allem habe ich diese Lautsprecher schon eingebaut. Ging ohne Probleme. Haben ohne Probleme in den Passat gehalten. Und ich musste hier wenig friemeln. Das heißt, das Einzige, ich musste hier mal, paar Kabel noch verlängern. Vielleicht gibt es da von GBL auch welche, aber ansonsten ist das hier ja gedacht, entweder für abgeschnittene Kabel, die festgespannt sind durch die Schrauben, beziehungsweise es gibt auch speziell solche Kabelschuhe, solche Y-Teile, wo man die dann dort hier einschieben kann. Aber ansonsten habe ich mich dafür entschieden, einfach das Kabel abzuisolieren und hier reinzuschieben und dann festzuzurren, und das ging auch ohne Probleme und der Sound ist auch wirklich überzeugend. Alles in allem bin ich zufrieden mit diesen Boxen. Sie liefern wirklich das ab, was sie sollen. Es ist wichtig, bei diesem Boxeneinbau zu sehen, dass nicht die Boxen alles sind, sondern mehr, wie die Boxen eingebaut sind. Überlegt euch mal zusätzlich, ob ihr eure Tür abdämmt für die Boxen, damit nicht so viel mitschwingt. Und dann könnt ihr auch hier wirklich einen satten Sound rausholen. Das wär's von diesem Video. Macht's gut. Tschüss.